Herzlich willkommen, Leute. Wir sind mal wieder Trockenhol-LP. Morgen und Klecke sind am Start. Wir spielen mal wieder Amnesia. Wer hätte es gedacht? Es gibt noch einen versteckten Bonus. Ja, Amnesia Justine, ein wunderbares Spiel. Außer man stirbt, dann hat man verloren. Genau, ja, wir sind hier zurück. Das ist auf jeden Fall. Ich habe leider keine Ahnung, der Klecke hat es mal gespielt, ich nicht. Nee, ich hab's auch noch nicht gespielt. Echt nicht? Ach, hast du noch erzählt, dachte ich. Nee, ich hab nur mal ein paar Bilder dazu Ach so, gesehen. okay, ja, dann sind wir ab. Ach so, komplett blind. Gut zu wissen. Und jetzt sind wir auf alle Fälle. Ja, wir spielen jetzt. Ja, im Select. Viel Select. Spaß für Leute. Start new game. Kurz noch Options hier. Passt alles. Ja, wird schon passen. Graphics. Ja, komm, lass. Ja, passt. Start new game. Los geht's, Leute. Yes. Ja, ich freue mich auf alle Fälle, weil Ninja ist wirklich das Geilste bis jetzt auf unserem Kanal so. Ja, ich freue mich auch schon Am ganz klar meisten auf das nächste Spaß Spiel. macht. Habe ich auch schon 100 Mal erwähnt in Let's Plays und so, aber Fast noch besser als Lost. kann Also. man nicht oft genug sagen. No. Und ich bin mal gespannt, was das jetzt erwartet. Okay. Ein Strick. Und ein guter Mann, der aussieht wie der Glöckner. Oh ja. Der Ich Glöckner. hol der Ampel. Ich hab Angst vor dem Glöckner. Ist auf alle Fälle auch gut gemacht, ey. Ja. Man hört Schreie. Und den typischen Amnesia-Sound, wenn der Glöckner dann näher ist. Ja, kannst du was machen? Ja, jetzt kannst du was machen. Verzweiflung. Angst. Okay, wir sind hier. Geil, Mann, Amnesia, ich war nicht. Saxophon. Das Ein heißt, Phonograph. Saxophon meine ich doch. Ich habe halt Geld. Kann man das Dreh mal immer. in der Kurbel. Was sieht da hin? Bienvenue. You are now listening to the sound of Dreh dich my mal zu dem disembodied voice. Ding hier. It will serve you Ja. no purpose to Dann look wird for man's me. besser. For this is a voice from the past. I bid you welcome to my cabinet of perturbation. It is my study of the human psyche, specifically yours. A set of recordings have been prepared to chaperone you through the chambers ahead. There are a few parts to this study, and it is up to you, not only to pass, but to figure out what elements are important. Please go on. Move into the next chamber. Just remember, they can all be saved. There is always a way. Wir können es schaffen. Also man kann auch sterben, ja? Hast du mir Ja. gelernt. Und wir müssen jetzt in die nächste Kammer und das versuchen wir. Aber wenn erwischt wird, dann Ach so, das müssen schon. das Seil irgendwie lockern. Ich Ist würde doch das schon mal. verschlossen. Kann man nicht Kann man lockern. das vielleicht mit diesem Ding hier, wenn man da lang genug dreht, ich meine, das Seil ist ja da drauf befestigt, oder? Schon mal an die Decke. Ah. Oh. Geil, jetzt haben wir eine Laterne auch. Oder auch einfach so. Ja, jetzt haben wir es auch schon. Wie könnte man den nochmal F, oder? anmachen? Ja. Aber wir haben kein Öl. Ja, stimmt. Wie kann man nochmal Inventar war nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Tab. Tab, genau. Mit M kannst du auf die Mementos. Ja, so war das. Geil, ich bin wieder drin. Okay. Also ich werde das mal alles durchspielen eigentlich, weil. Ja, wir haben uns jetzt gedacht, dass es, man muss schon ein bisschen wieder reinkommen, weil man eben, wenn es einmal halt zu spät ist, dann ist halt zu spät. Deswegen. Genau, deswegen. Spiel ich jetzt mal. Es gibt anscheinend einen neuen Gegner, neues Viech. Ja. Was ich noch nicht gesehen habe, der geknackt ist schon und ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich weiß es auch gar nicht so. Oh, geh mal weg irgendwie ein bisschen, oder? Und diese Geräusche machen schon wieder so Angst. Wieso? Scheiße. Das ist letztlich schon wieder, kann der hier schon rumlaufen? Ja. Am Anfang, jetzt schon gleich, oder was? Ja, das ist schon sehr Fuck! happig, das Game, glaube ich. Geh mal da rein. Da muss ich auch ein bisschen heizen, ne? Ja. Ich würde zu kennen, mehr vom letzten Spiel, der Glöckner kann sich aber einreißen. Kommt der Glöckner auch wieder vor, weißt du das? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Nee, es ist ein anderer Kerl eben, nicht der Glöckner, glaube ich. Was ist das? Achso, das kann man das Ist irgendwo so. hinwerfen? Ist da was drin? Ja, und der Punkt fehlt irgendwie mal Sieht wieder. so aus, als wäre das drin gewesen. Alter, ist das für ein komisches Klavier? Der Glöckner spielt Klavier, kennt man ja. Ja, auf jeden Fall. Kann ich das nicht erwähnen? Liegt eine Geige am Boden? Wieso liegt denn da so eine Geige im Stimmt, Müll ja. immer? Der Glöckner mag wohl keine Geigenspiele. Der ist eher so der Klaviermensch. Schlechter Witz. Ah, da haben wir. Verdammt. Verdammt, das kennt man noch. Braucht man sicherlich noch. Ja. Einfach mal alles anschauen, Ich ne? weiß auch gar nicht genau, was das Ziel vom Spiel ist, werden wir sicher noch rausfinden. Ja, hat Aber ein man. Spiel, glaube ich, Justine oder so. Ach, ist das ein Name? Ja. Ich meine, Justine heißt ja auch irgendwie Mach mal Justice, die Tür zu. heißt doch Oder so. Gerechtigkeit. Das hört sich nicht gut an, das Geräusch, muss ich sagen. Justice heißt Gerechtigkeit. Seeds. Ja. Der hier ist nicht drin. Ja. Richtig.
Da haben wir noch Sand. Gott. Alter. Gott. Whoever you are, if you could help me, I would be much obliged. Ja, wir helfen dir gerne. Wo ist denn der? Keine Ahnung, schauen wir nochmal. Ich fange einfach nochmal hinweg an. Ja. Help me. Help me, please help me. Klar. Helf mir jedem. Ehrensache. Oh, was war das? Hast du das gehört? Ja, wie gesagt, ihr könnt mal wieder stoppen und lesen. Wir spielen auch auf Englisch, was vielleicht gar nicht so klug ist. Aber ist ja egal, passt schon. Englisch ist eigentlich eh immer besser. Sprachausgabe zumindest. Kann es auch auf Deutsch umstellen. Da ist einer! Geh rein! Tür zu, Tür zu, Tür zu, Tür zu! Stress mich nicht! Setz hier! Ah! Ecke! Gott! Der kommt nicht hier rum. Der kommt seit ich habe. Ich hab's gar nicht gesehen, ich hab nur so Schämen gesehen. Der kommt da nicht. Nur so Schämen gesehen! Eine zweite Reihe. Warte, bis die Musik vorbei ist. Also die Musik ist ja immer doch ein deutlicher Hinweis, dass der da ist. Ich werde mal kurz um. Lehn dich mal um die Ecke. Das hat er beim LP nie gemacht. Ja. Das ist ein Uncooler. Ja, der ist nicht mehr da. Bist du sicher? Nee, ich nicht. Oh Gott, ich hab jetzt schon. Ich will da gar nicht. Eigentlich ist der nur nicht mehr da, wenn das Geräusch weg ist, nämlich. Lehn dich nochmal rum. Nee, der ist nicht mehr da, oder? Warum der da. Wahrscheinlich steht der jetzt hinter uns dann gleich. Gott, ich erschreck mich gleich sowas von mir. Ist der da links? Was ist denn das da für eine Leiche schon wieder? Kann man das aufmachen, das Schloss irgendwie? Das muss man sich irgendwie aufkriegen, kann man. Wo muss dagegen? Wo? Ja, komm mal was dagegen, eine Kiste oder so. Ein bisschen öfter vielleicht? Muss schon irgendwie gehen, oder? Dass man das aufkriegt. Wie auf, du Tricks, Schloss! Oder wenn man das ganz oft nach oben und unten macht? Nee, das hatten wir doch schon mal im LP, ich weiß noch nicht mehr, wie das geht. Meißel oder mit Säure oder ja, mit genau, irgendwie so. Da ist ein Hebel auf jeden Fall schon mal an der Wand, der ist vielleicht auch mal ganz sinnvoll zu drücken. Stimmt. Please be reasonable. You don't have to do this. Was ist da passiert? You don't have to do this, oder was weiß ich, keine Ahnung. Ja, was ist denn da passiert mit dem Hebel? Oh Gott. Ein Buch. Achso. Wieso kommen da immer so Geräusche, wenn man in die Räume geht? Was ist denn das hier für ein Geisterbett? Geisterbett! Das ist voll ein geiles Laken! Okay, hier ist auch nichts drunter. Ist auch nichts, ja. Ja, doch wieder raus. Ja. Jetzt ist die Tür versperrt. Ja, ich bin nur in Todesangst. Scheiß Laken. Ah! Scheiß Laken. Können wir das vielleicht vergeben? Kann man die Decke oder so? Da kann man sich ja hoch. Irgendwie kann man. Können wir uns irgendeine Treppe bauen? Okay, erstmal hier rein. Wir müssen da wahrscheinlich sogar hoch. Ja, hier ist auch nicht. Ist da wieder diese komische Gewächse, dieses Rote? Mich regt's auf, dass der jetzt schon wieder da war, der Kerl. Weckt mich auf. Oh Gott. Vergiss mich. Ja, könnt ihr gerne lesen. Wir würden es jetzt wahrscheinlich auch vorlesen, weil da ist schon immer auch ein bisschen Story enthalten, wenn es jetzt auf Englisch spielen würde. Ich würde es vorlesen. Würdest du, ich nicht. Müssen wir dann zurück, oder? Ja, ich denke, wir müssen da hoch an diese Decke. Können wir uns da nicht irgendwas bauen? Was hat denn das für einen Sinn? Keine Ahnung. Jetzt hat's. Wir müssen haben den Kerl gekillt. Wir mussten das öfter machen. Ach, der ist da gerade. Der ist da gerade verreckt. Ja. Wir haben ihn gekillt! Oh Gott. Ohne es zu merken, sorry, Mann. Das war ja unnötig. Das wollten wir gar nicht. Jetzt die Leiter runter. Ja, wir hätten auch anders die Leiter, wir hätten auch die Treppe bauen können. Ist ja unnötig, dass wir den jetzt gekillt haben, gell? Man hätte ja auch mit Kisten so Treppen bauen können und sich dann so hocharbeiten. Ja, das war natürlich. Ich glaube nicht, dass wir das gut hätten können. Ich denke schon, dass das geht. Das ist schon das Richtige, glaube ich. Ich denke schon, dass ist doch auch scheißegal, ja. Interessiert doch keinen Kerl. Bin ich jetzt einfach mal ganz diskret. Oh Gott, solche Gänge sind auch nicht unbedingt toll. Ich würde rennen an deiner Stelle. Überall Spinnenweben. Ich würde da nicht so viel rennen. Ich kann nicht rennen. Geh trotzdem schnell, du kannst. Spinnenweben, Staub. Oh Gott, geh, geh! Und der Glöckner ist auch nicht weit von uns entfernt. Gott! Der könnte überall sein. Sackgasse! Sackgasse! Nee, doch nicht. Marken am Boden. Spinnen an der Decke. Überall. Oh Gott! Lauert der Tod. Was ist das denn? Oh, das ist ja richtig scheiße. Das denn? Nein!
Nein! Nein! Oh, ich schau nicht hin. Ich schau nicht hin. Willst du mich eigentlich schon wieder fertig machen von rechts? Schau nicht hin. Du machst mich hier schon wieder psychisch fertig. Rechts! Sprechen. Rechts, geh doch! Schneller! Nein! Was sagst du denn rechts hier? Das ist wahrscheinlich gar nichts. Du bist nur so. Das ist nur so. Nee, du hast nur so eine böse Musik. So eine Glöcknermusik. So eine böse. Lauf doch! Ah nee, brauchst du nicht mehr. Das ist schon drauf. Du hast mich schon wieder fertig gemacht hier. Gott. Interessiert uns das echt? Was? Interessiert uns das echt, was der sagt? Ja, klar. Schon noch. Wer ist No Silent? Zylinder. Achso, Zylinder. Zylinder in der frühen Breath. Ja, wo ich den wahrscheinlich finden. Ja, die muss wahrscheinlich irgendwie alle finden und dann kann man sich diese ganzen Sachen anhören, die Story. Wenn wir noch kein Öl von unseren Taschen haben, von unseren Laternen haben, die brauchen wir bis jetzt auch noch gar nicht. Weil ist ja zu? Gar, ist ja nicht so dumm. Vielleicht links, da kann man. Boah, das macht mich schon wieder fertig hier. Justin. Boah! Oh Gott. Sorry. Sorry. Wow. Ah, die Tür zu. Was ist das hier schon wieder Schönes? Fotograf nochmal. Schöner Raum. Der Fotograf, können wir mal. Hinterher. Congratulations for coming this far. I'm so excited for you. I do hope you managed to save Monsieur Fournier. He was a friend and a colleague of my papa, you know. Friendly fellow, a real bon garçon, but frail of mind. He puts up an impressive front, but it is all an act, I assure you. Please, go on. We are just getting started. Hello. Ja, also, das ist so anscheinend wieder so was Ähnliches, dass wir eben wieder, dass so eine Frau uns irgendwie wieder sagt, dass wir irgendwo hingehen sollen. Wir sind eben Justine und erfüllen diesen. Wir waren ja eigentlich im ersten Teil, wie hießen wir nochmal? Vergessen. Daniel, oder? Mein Daniel, alle von London und Mayfair. Was soll ich denn dann vergessen? Wir gestern mal gespielt, hast du irgendwie ganz interessant. Ja, wie gesagt, stoppen und. Lesen. Falls sie das sehen, die Engländer. Zuschauer, da kannst du was nehmen, glaube ich. Was passiert denn? Drehen wir das Ruder. Schau doch lieber, was du machst. Was mach ich denn? Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du. Nee, du machst ja eh gar nichts, weil denn niemand. Weil es nicht bringt, wahrscheinlich. Ja, das wäre Dieter keine drauf. Das ist ja ein Foltergerät hier. Was kann ich nehmen? Da lag was am Tisch, glaube ich, was du nehmen konntest. An dem Tisch. Da, diese Flasche, die silberne. Konntest du die nicht nehmen. Hast du wieder? Nee. Ich dachte, die hättest du nehmen können. Das sind überall. Alter, schau dir mal die Bilder an. Das ist ja Glöckner, oder? Keine Ahnung, kann jeder sein. Ach doch, da unten, klar. Oh Gott. Boy. Wenn man solche Bilder sieht, das ist ja auch schon wieder. Geht uns. Oh, der hat den nicht so um, Mann. Das war so spannend. Ich rede auch immer so wenig schon bei Ninja, weil. Ja, das ist schon automatisch. Geht der Typ übrigens. Library. Bibliothek, die gibt's auch öfter. Stimmt, ja. Wir sind ja schon wieder in so einem Schloss oder so, das ist mein neues Schloss. Oder Burg oder Hostel. Was ist echt der Unterschied zwischen Bibliothek und Bücherei? Ja, da bei Bibliothek darfst du keine. Darfst du nichts ausleihen. Darfst du nur anschauen. Ist ja versteigert worden. Möglich. Ist ja voll geil gemacht, schau es dir mal an, wenn du da mal so einen Raum schaust. Ja, wäre echt geil, das als vielleicht ein Plan. Vielleicht. On this next piece, you should be looking for some divine. Ich höre das irgendwie immer gar nicht, wenn du da nicht drauf schaust auf die Fotograf. Und wenn du da direkt drauf schaust, dann höre ich das auch. Ich schon. Ich höre es nicht. Jetzt höre ich schon. Die Zuschauer hören es. Ja. Jesus, Alter. Have the light to guide you. Hier sind ganz schön viele Räume, muss ich sagen. Und die werden uns alle anschauen. Guck mal, hast du immer noch keine Laterne, oder? Da ist eine Zunderbox. Tinderbox. Tinderbox. Tinderboxes. Und ein Slide. Was ist Slide? Was ist Slide? Keine Ahnung, das sieht aus wie so ein. Wie so ein. Ja, da spielst du dabei. A framed stencil of the silhouette of a man. Okay. Das ist wahrscheinlich so ein Bild. Das ist ein Film. So wie das so ein Negativfilm oder so. Sieht so aus ein bisschen, oder? Also, weiß ich nicht, das ist ein Bild wahrscheinlich, ein Bilderrahmen oder so, genau. Ich glaube, das ist so ein. Also, es gibt nicht mehr so viel Zunderbuchs wie beim letzten Mal, danach keine Ahnung. Schau mal nach rechts, da ist sicher noch irgendwas. Jetzt sollten wir auch immer die Tür sonst zumachen, ich meine, das kann ja recht schnell vorbei sein im Spiel. Ja, genau, man kann ja auch sterben. Ne? Das wollen wir doch nicht, wir wollen es doch so lange wie möglich. Boah, das ist aber gerade ganz schön nervig. Boah, die scheiß Statuen. Wie, die bewegen sich, man, dann raste ich so aus. Mal zu hier. Gib mir nochmal einen Slide. Ein Typ. Brauchen wir sicher noch. Wie Salz. Natürlich jede Schublade aufmachen. Eigentlich ist doch viel cooler, die Schubladen eigentlich von unten aufzumachen, da kann man es gleich aufmachen. Ja, ich bin gerade so auf. Hm?
Soll ich viel klüger die Schubladen von unten aufzumachen, dann kann man sie gleich offen lassen. Ja, ich stimme gerade so auf. Ja, ist echt clever. Das haben wir nie gemacht. So. Ich kann das nicht nehmen. So. Gut, hier haben wir übrigens Bücher in der Bücherei. Bibliothek. Das ist ja auch verwunderlich, muss ich sagen. Ja. Ja, wir sammeln hier eigentlich nur gerade fröhlich Zunderbüchsen. Ich glaube bei dem Namen. Tut's leid. Wir brauchen die sicher noch. Ja, klar. Ich denke, da müssen wir irgendwie ein paar finden. 4 oder 3, 2, keine Ahnung wie viele. Boah, ich denke die ganze Zeit, dass hinter so einer Tür irgendwas ist. Bei mir geht's eigentlich gerade.